Herzlich willkommen. Ja, heute sitzt mir der wohl bekannteste, aber auch umstrittenste Psychiater der Schweiz gegenüber. Frank Urbaniok hat den hiesigen Strafvollzug und den Umgang mit Gewalt und Sexualverbrechern geprägt wie kein anderer. Nach einer schweren Krebserkrankung hat er sich aus öffentlichen Ämtern zurückgezogen und unter anderem dieses dicke Buch hier geschrieben, das soeben erschienen ist. Darwin schlägt Kant über die Schwächen der menschlichen Vernunft und ihre fatalen Folgen. Und über das wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Frank Urbaniok. Ja, fast 500 Seiten. Ging es nicht ein bisschen dünner? Ich habe mich bemüht. Das ursprüngliche Manuskript war noch dicker. Das ist schon die gekürzte Version. Sehr gut, das beruhigt mich. Ja, darin geht es ja um den Menschen insgesamt, das Wesen des Menschen, um seine Schwächen, um die Schattenseiten auch. Was ist denn aus Ihrer Sicht die gefährlichste Eigenschaft des Menschen? Die gefährlichste ist wahrscheinlich die, dass er sich aus dem evolutionären Trieb der egoistischen Selbstbehauptung keine Hemmungen hat und nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel, alles plattwalzt, was drumherum ist oder was anders ist und dann die Bedürfnisse anderer Lebewesen, anderer Menschen unzureichend berücksichtigt. Mhm. Über diesen egoistischen Trieb der Selbstbehauptung reden wir gleich noch. Das Buch beginnt mit einer hübschen kleinen Geschichte bei den Urzeitmenschen und zwar mit einem Rascheln im Busch. Können Sie die Geschichte kurz erzählen? Ja, ich will mit diesem Beispiel eigentlich verdeutlichen, dass wir fälschlicherweise annehmen, der Verstand sei dazu da, die Wirklichkeit differenziert zu erkennen. Die Evolution hatte was ganz anderes im Sinn. Und das kann man sich an diesem Beispiel klar machen, wenn Sie sich zwei Urzeitmenschen vorstellen. Und der eine ist ein interessierter Mensch, ein Neugieriger, der will die Umwelt differenziert erfassen. Und der macht sich jetzt Gedanken darüber, was ist das Rascheln in einem Busch? Mhm. Und dann wird er mit der Zeit ein differenziertes Verständnis dieses Phänomens generieren können. Er wird sagen, das ist mal der Wind, das sind mal irgendwelche Vögel, die da drin sind, das ist mal gar nichts und manchmal ist es ein Löwe. Der hat ein gutes Bild über das Phänomen Rascheln im Busch. Jetzt stellen wir uns dagegen einen paranoid verpeilten Urmenschen vor, der hinter jedem Rascheln einen Löwen vermutet. Der wird natürlich die Präsenz von Löwen dramatisch überschätzen, weil der immer glaubt, Rascheln heißt Löwe. Der sieht die Wirklichkeit falsch, der andere sieht sie richtig. Aber der sie richtig sieht, wird einmal zu spät loslaufen. Und deswegen wird gefressen vom Löwen. Wird gefressen. Und deswegen, glaube ich, stammen wir eher von dem paranoid Verpeilten ab in der Evolution, als von dem an der Wirklichkeit Interessierten. Ich will mit dem Beispiel klar machen, der Evolution geht es nicht darum, richtig und differenziert zu erfassen. Die Evolution baut den Verstand und den Menschen so, dass er bestmöglich überlebt. Und da ist Richtigkeit und Wahrheit sind untergeordnete Ziele. Und das gilt auch für die Vernunft selbst. Die ist selbst ein Produkt der Evolution. Und der Zweck ist auch das Überleben, nicht die Wahrheit oder die Erkenntnis. Das ist so. Und das widerspricht eigentlich unserer kulturhistorischen Tradition. Man hat im Christentum lange Zeit gesagt, der Verstand ist eine Gabe Gottes, um die Schöpfung Gottes zu erkennen und Gott zu erkennen. Die Aufklärung setzt sehr stark auf den Verstand, auf die Vernunft, indem sie sagt, das ist das Instrument, mit dem wir die Wirklichkeit differenziert erfassen können und dann humanistisch handeln können. Und ich würde sagen, das Potenzial ist da, aber der Zweck, warum es die Vernunft gibt, ist ein ganz anderer. Die Evolution hat nicht gesagt, wir nehmen jetzt irgendein Lebewesen und das soll jetzt besonders gut die Welt erklären können. Mhm. Die Evolution hat gesagt, da haben wir eine Schlange, die hat zu wenig Gift, der geben wir ein bisschen mehr Gift. Da haben wir einen Löwen, dem geben wir ein kräftigeres Gebiss. Und da haben wir dieses komische Wesen, was seit 2 Millionen Jahren auf der Erde herumkreucht, sich in der Nahrungskette ganz hinten anstellen muss, das Mark aus den Knochen kratzt mit Steinen, die andere übrig gelassen haben. Und sagt, bei dem versuchen wir es mal mit, da investieren wir mal voll in den Verstand. Und das hat Konsequenzen. Hat nicht schlecht funktioniert, hat ziemlich gut funktioniert, oder? Für die Evolution ist es ein Try and Error. Und es ist ein Projekt, würde ich sagen, mit Chancen und Risiken. Also es ist nicht von Anfang an ausgemacht gewesen, dass das jetzt so ein Erfolgsmodell wird. Weil sobald man das macht, hat man einen großen Kopf, einen schweren Kopf, ein schweres Gehirn. Das Gehirn verbraucht sehr viel Energie, sehr viel Sauerstoff. Also man kann so sagen, wenn die Evolution das versucht, dann muss es schon richtig hinhauen und klappen, sonst ist der Versuch gescheitert. Mhm. Aber für die Evolution
ich rede jetzt so, als wäre die Evolution eine Person. Mir ist natürlich klar, es ist ein Prinzip, aber der Anschaulichkeit halber sage ich, die Evolution denkt sich etwas dabei. Und sie denkt sich und sagt, ja, jetzt Verstand, das Ausbauen, das hat Risiken. Es könnte ja sein, dass dieser Mensch, dieses Wesen handlungsunfähig wird, weil es zu viel nachdenkt. Das kennen wir ja auch so als ein bisschen eine Allgemeinweisheit. Man sagt, Menschen, die viel nachdenken, sind vielleicht dann unglücklicher oder weniger handlungsfähig. Das ist eine Gefahr. Zweifeln zu stark, denkst du, Zweifeln zu stark. Und da wird die Evolution wird sagen, das ist uns zu unsicher. Da bauen wir, ich nenne das evolutionäre Stoßdämpfer ein. Das, was sich in Jahrmillionen in der Evolution bewährt hat, Stereotypen, Automatismen, Selbstüberschätzung, Dinge nach gefühlten Wahrheiten schnell entscheiden. Weil der Evolution geht es darum, wie im Beispiel mit dem Löwen. Der soll schnell entscheiden können, der soll auf der sicheren Seite sein. Und da ist manchmal differenziertes Erfassen und Wahrheit und Wirklichkeit wie ein Hemmnis. Deswegen baut uns diese Evolution all diese ungünstigen Features in unser Programm ein. Heißt das, wir können die Wirklichkeit überhaupt nicht erkennen? Ich würde sagen, das Potenzial ist da. Also auch mit diesem schlechten Werkzeug? Man kann sagen, das hat Vor- und Nachteile wie jedes Programm. Es hat seine Bugs, seine Schwierigkeiten. Wenn man die kennt, glaube ich, kann man das Potenzial besser nutzen. Das Potenzial dazu ist da. Aber ich glaube, wir unterschätzen diese ganzen, aus Sicht der Aufklärung, Schwachstellen und Fehlerquellen, die uns die Evolution da in den Verstand eingebaut hat. Also Sie haben es schon gesagt, wir biegen uns die Welt zurecht, wir blenden Dinge aus, die uns nicht passen, wir vereinfachen, wir denken in Schwarz und Weiß. Was sind denn so die prominentesten Denkfehler, die wir Menschen machen, diejenigen, die am häufigsten vorkommen? Ja, Sie haben schon ein paar gesagt. Also eins ist, dass wir gerne stimmige Geschichten mögen. Also wir haben lieber eine runde Geschichte, eine, die unseren Vorstellungen entspricht. Mhm. Wir kennen das, Vermeidung kognitiver Dissonanz. Menschen nehmen gerne die Informationen auf, die ihre eigene Meinung bestätigen, nicht die denen widersprechen. Man passt das an und biegt das so, dass sich ein stimmiges Gesamtbild entwickelt, eins, das einem entgegenkommt, das stimmig ist. Dann ist unser Gehirn natürlich, ich sage das immer so, ein Kausal-Junkie. Unser Gehirn sucht überall wie ein Drogenspürhund, sucht nach, wo ist eine Kausalität, wo ist Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung. Und das Gehirn ist sehr gut darin, Ursache und Wirkung zu erkennen. Aber das Gehirn wird auch immer Ursache und Wirkung irgendwo reinprojizieren, wo das gar nicht vorhanden ist. Wo vielleicht ein Zufall im Spiel ist. Wo man vielleicht bestimmte Faktoren nicht berücksichtigt hat. Und nur dann stimmt das. Unser Gehirn wird im Zweifelsfall sagen, lieber eine Ursachen-Wirkungsbeziehung, die mir vertraut ist, die für mich stimmig ist, als dass sie richtig ist. Und da muss man ja auch sagen, so eine Funktion von dem ist ja, das gibt uns das gute Gefühl, die Welt verstanden zu haben. Also das Gefühl, wir können es kontrollieren, eine eigentlich unsichere Welt, wir können die verstehen und kontrollieren. Es gibt einem, ich sage es, eine Kompetenz- und Kontrollüberzeugung. Was evolutionäre Vorteile Was ein hat. Vorteil ist. Wir sehen ja auch in allen Studien, dass die Menschen, die sich tendenziell unrealistisch selber einschätzen und überschätzen, erfolgreicher sind. Sie beziehen sich im ersten Teil des Buches stark auf den Psychologen und Träger des Wirtschaftsnobelpreises Daniel Kahneman. Und der hat ja in seinem Buch Schnelles und langsames Denken viele dieser Denkfehler untersucht, empirisch. Und auch diesen sogenannten Anker-Effekt, der ganz wichtig ist. Und was das ist, das hat er hier in dieser Sendung wie folgt erläutert. Wir hören uns das kurz an. Damit komme ich zum Anker-Effekt, Ihrer anderen Frage. Diesbezüglich gibt es eine interessante Studie aus Deutschland, die Fritz Strack und seine Studenten gemacht haben. Ich glaube in Würzburg. Bei dieser Studie geht es um Folgendes. Zuerst frage ich Sie, kostet ein deutsches Auto durchschnittlich mehr oder weniger als 200.000 Schweizer Franken? Und dann frage ich Sie, was ist der durchschnittliche Preis eines deutschen Autos? Andere Probanden frage ich, kostet ein deutsches Auto durchschnittlich mehr oder weniger als 15.000 Schweizer Franken?
Und dann frage ich sie nach dem durchschnittlichen Preis. Die beiden Gruppen schätzen nicht den gleichen Durchschnittspreis. Und zwar, weil etwas Ähnliches passiert wie beim Priming-Effekt. Wenn ich 200.000 Schweizer Franken sage, denken Sie an Mercedes, an teure Autos. Wenn ich Sie dann nach dem durchschnittlichen Preis frage, kommen Ihnen teure Autos in den Sinn. Beginne ich aber mit 15.000 Schweizer Franken, denken Sie an billige Autos. Das ist der Ankereffekt. Ich setze Ihnen eine Zahl in den Kopf und beeinflusse damit Ihr Denken. Und wenn ich diesen Effekt kenne, bin ich dann geschützt vor ihm? Geschützt, vielleicht nicht vollständig geschützt, aber ich glaube, es ist immer besser, man kennt eine Gefahr, als man kennt sie nicht und läuft blind da rein. Und dann kann man sich manchmal überlegen und das nochmal überprüfen, ob es wirklich so ist, wie man sich das vorstellt. Es ist, deswegen finde ich auch diese ganzen Mechanismen, ich glaube, es ist gut, wenn man die kennt. Das ist wie eine Gebrauchsanleitung für das Gehirn, dass man weiß, wie bei einem Auto, die Bremsen sind vielleicht nicht so gut oder das Licht nicht so gut. Und dann kann man damit besser umgehen, als wenn man blind mit all diesen Schwächen durch die Welt fährt. Was für persönliche Strategien haben Sie, sich zu schützen, nicht in die Falle zu gehen von diesen Denkfehlern und Verzerrungen? Ich glaube, es ist vorteilhaft, wenn man sie kennt. Und die Psychologie und Kahneman hat ja selbst sehr viel dazu erforscht. Also man kennt ganz viele solche mustertypischen Verzerrungen. Der Ankereffekt ist einer von denen. Und ich glaube, das ist schon von Vorteil, wenn man das weiß, dass das Gehirn zum Beispiel nicht darauf ausgelegt ist, mit Wahrscheinlichkeiten gut umzugehen. Man kennt diesen Effekt, dass vielleicht unbewusst Sachen eingespielt werden, die man dann unbewusst verarbeitet und in Urteile bringt. Es schützt einen nicht vollständig, aber ich glaube, es ist gut, wenn man das kennt und kann dann vielleicht auch manchmal nachdenken, korrigieren oder etwas revidieren, was sich am Anfang so total stimmig und gut und richtig anfühlt. Mhm. Aus all dem, was Sie erzählen, kommt bei mir ein Bild hoch, nämlich das der rosa Brille, durch die wir die Welt betrachten. Und es scheint unmöglich zu sein, in die Welt zu sehen ohne diese Brille. Also wir tragen die ganze Zeit. Biegen uns die Welt zurecht. Jetzt ist es so, in Ihrem Buch sagen Sie, es gibt verschiedene Ebenen, sozusagen wie drei Brillen, die wir eigentlich aufhaben. Das erste ist, wenn wir etwas registrieren, wahrnehmen, dann aber auch, wenn wir das kognitiv verarbeiten. Und am Schluss gibt es noch so etwas wie Generalisierung. Mögen Sie ganz kurz erläutern, was diese drei Ebenen bedeuten? Also ich nenne das ja das RSG-Modell, registrieren, subjektivieren, generalisieren. Als ein übergeordnetes Modell. Und das bedeutet, zunächst mal nehmen wir irgendeine Information wahr. Die kann von außen kommen, die kann auch von innen kommen. Das kann eine Körperwahrnehmung sein, dass man irgendwas bewusst registriert. Aber in dem Moment, wo wir es bewusst registrieren, wie Sie sagen, ist das schon durch eine Brille durchgegangen. Also das ist am Schluss, kann man sagen, das ist unser Betriebssystem, so wie es aufgebaut ist, kann nur damit arbeiten, dass es bestimmte Voraussetzungen von Anfang an annimmt. Das ist das, kann man sagen, Kant sagt, wir haben nur mit Erscheinungen der Dinge zu tun, das Ding an sich ist unerkennbar für uns. Also über diese Eintrittspforte kommen wir nicht, da kommen wir gar nicht raus. Das ist mit unserem Betriebssystem gar nicht anders machbar. Die erste Brille, die haben wir sowieso auf. Dann registrieren wir etwas, also das ist die Phase des Registrieren. Und jetzt findet ein Prozess statt im Gehirn, den nenne ich Subjektivieren. Jetzt sind all diese vielen hilfreichen Mechanismen am Werk, die Evolution uns da eingebaut hat, nach dem Motto, finde eine Kausalität, egal ob sie da ist oder nicht. Finde eine Geschichte, die dir gut tut. Finde etwas, was deinen Überzeugungen schon entspricht. Finde etwas, was dir selber gut tut, womit du dich kompetent und gut fühlst. Die gefühlte Wahrheit schlägt die differenzierte Wahrheit. Wir wollen schwarz-weiß, wir wollen entweder oder, Freund oder Feind. Wir wollen nicht mal so, mal so. Alle diese Mechanismen sind jetzt am Werk. Also man kann sich das so vorstellen, registrieren. Und jetzt wird das, ich vergleiche das mit einer Backstube, jetzt werden dauernd große Kekse, Kuchen, Krümel gebacken. Und das ist ein Prozess der Aneignung. Die Information wird so geformt, dass sie gut zu uns passt. Dass sie wie so jemand, der sich in einer neuen Kultur integriert, integrieren wir die Information so, dass sie für uns stimmig ist. Mit all den Verzerrungen, die da drin sind. Und dann gibt es eine dritte Stufe, das ist die dritte Brille. Und das, glaube ich, ist bis jetzt vielleicht zu wenig beachtet. Und wir haben die starke Tendenz, wenn wir denn mal eine Überzeugung haben, eine Theorie, eine Meinung,
dann haben wir die Tendenz, das zu generalisieren und zu sagen, das ist nicht nur da so, sondern das ist generell, das ist die Theorie, die die Welt erklärt, das ist die Theorie, die die Menschen erklärt. Und dann sind wir bei diesen Überzeugungen, die zu Generalisierungen führen. Das klassische Beispiel sind, wenn wir mal eine Regel haben, eine Ordnung, irgendetwas, dann neigen wir dazu, die bis ins Absurde zu generalisieren und auf alles und jedes anzuwenden, was nicht bei drei auf den Baum kommt. Das ist eine Form von Reduktionismus auch, ja, oder dass man sagt, letztlich geht es immer, immer nur darum. Und man hat dann eine Theorie für alles. Genau. Und er sieht die einzelnen Abweichungen, Differenzierungen nicht mehr. Aber jetzt kann man sagen, okay, das ist bei allen Menschen so. Ja. Gibt es denn auch sozusagen persönlichkeitsabhängige Verzerrungen? Also verzerren Sie die Welt anders als ich? Ja, selbstverständlich. Jeder Mensch verzerrt es anders. Und da gibt es, es gibt sozusagen, wenn wir das nochmal sagen, es gibt die erste Stufe, das ist, wir haben die Brille auf, unser Betriebssystem gestattet uns gar nicht, außerhalb der Brille wahrzunehmen. In der zweiten machen wir nach dem RSG-Modell, subjektivieren wir alles und passen das an, verzerren das da. Und dann gibt es Persönlichkeitsprofile, die diese Verzerrung besonders ausgeprägt praktizieren. Also denken Sie an Verschwörungstheoretiker zum Beispiel. Das sind vielleicht Menschen, die die Welt ganz grundsätzlich, aufgrund ihrer Persönlichkeit, ganz grundsätzlich feindlich und bedrohlich erleben. Und die werden jetzt Informationen dauernd so verarbeiten und sagen, das passt wieder zu meiner Verschwörungstheorie, das baue ich ein. Das heißt, die steigern diese Mechanismen, die sowieso schon da sind bei allen Menschen, steigern die nochmal individuell sehr stark und verzerren und verdrehen und generalisieren in noch viel ausgeprägterem Maße, als das der normal verzerrte Mensch tut. Und wie verzerren Sie die Welt? So, ich glaube, im Normalspektrum, wie das andere auch machen. Und Sie haben das schon angesprochen, die Strategie, damit umzugehen, ist ja, dass man versucht, sich dieser Gefahr bewusst zu sein und dann nochmal prüft und nochmal gegencheckt und nicht dem spontanen Gefühl, was sich so toll anfühlt und wo man sich selber so gut damit fühlt, dem zu vertrauen, sondern dem generell etwas zu misstrauen. Wenn wir über Persönlichkeiten reden, dann scheint es mir auch so, dass es ganz grob gesagt eher so die egoistischen Persönlichkeiten gibt, denen die Selbstbehauptung sehr wichtig ist, und andere, die eher die Teamplayer sind. Ja. Altruismus, Kooperation. Sie haben ganz am Anfang der Sendung gesagt, die gefährlichen Eigenschaften, und haben da den Egoismus erwähnt. Ja. Was war denn evolutionär betrachtet eigentlich hilfreicher, ein Egoist zu sein oder ein Teamplayer? Ja, es kommt auf die Situation an, aber generell ist es ja so, wir haben jetzt über die Vernunft, über sozusagen das Werkzeug des Menschen gesprochen, wo die evolutionären Schwachstellen da drin sind. Das Ganze spielt sich ab in einem großen evolutionären Zusammenhang, wo es zwei Pole gibt. Das eine ist die egoistische, skrupellose Selbstbehauptung. Ich, und ich muss sehen, dass ich überlebe. Das ist das, wo ich sage, was Nietzsche so schön bezeichnet hat als Willen zur Macht. Das ist dieses Unersättliche, dieses Grenzenlose, dieses weiter, immer mehr, immer höher, immer schneller. Mhm. Das ist eine evolutionäre Triebfeder. Und die zweite ist das Kooperationspotenzial. Man kann das Egoismus nennen, man kann sagen, das ist die Zusammenarbeit mit anderen. Und beides hat Vor- und Nachteile. Beides hat Vor- und Nachteile. Und zwischen diesen beiden Polen ist die menschliche Psyche aufgespannt. Und jetzt gibt es Menschen, die ganz stark auf dieser egoistischen Seite sind und denen Kooperation egal ist. Das sind dann Persönlichkeitsprofile, die skrupellos sind, die andere Menschen missachten, denen Bedürfnisse egal sind. Das ist so in Reihenform das, was als evolutionärer Pol sowieso vorhanden ist bei allen Menschen, aber dann halt sehr auf dieser einen Seite ist. Und Sie sagen es mit Recht, es gibt Menschen, die dann sehr stark auf dieser Kooperationsseite sind und sehr stark, was ist für die anderen gut. Im Extremfall sind es Menschen, die sich total unterordnen anderen Personen und die ohne die Entscheidung anderer gar nicht mehr eine Entscheidung treffen können. Das sind wie die Extremtypen. Die meisten Menschen bewegen sich irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Polen. Und man könnte sagen, die Kooperation kann auch eine Strategie sein, um selbst gut zu überleben. Also absolut. Im Dienst der Selbstbehauptung sein. Absolut. Die Entwicklung des Menschen ist ein Beispiel dafür. Man nimmt ja an, dass gerade diese Kooperationsfähigkeit beim Homo sapiens, der dann Gruppen von 100 oder 120 organisieren konnten, ein wichtiger evolutionärer Vorteil war. Aber es sind wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Für die Evolution ist es so, beides dient der Überlebens- und Reproduktionsfähigkeit. Mhm.
Man sieht schon, Sie kennen sozusagen die Schwächen und Schattenseiten des Menschen sehr gut, haben die lange auch erforscht, auch die Abgründe, haben sich mit Sexual- und Gewaltstraftätern beschäftigt, waren von 1997 bis 2018, haben Sie den psychiatrisch-psychologischen Dienst des Kantons Zürich geleitet im Amt für Justizvollzug und waren maßgeblich beteiligt, kann man sagen, an einer Neuausrichtung der Justiz und des Strafvollzugs. Und angefangen hat das Ganze mit einem Mordfall 1993. 1993 erschütterte ein Mordfall die Schweiz. Ein Sexualstraftäter im Hafturlaub tötete die 20-jährige Pascal Brumann am Zolliker Berg bei Zürich. Der Täter war kein Unbekannter. Er hatte bereits 11 Vergewaltigungen und 2 Sexualmorde begangen. Dennoch durfte er auf unbegleiteten Hafturlaub. Dieser Mord löste ein radikales Umdenken im Umgang mit Sexualstraftätern aus. Es kam zu tiefgreifenden Reformen in Justiz und Strafvollzug. Neu war die Erkenntnis, dass es Menschen gibt, vor denen man die Gesellschaft dauerhaft schützen muss. Dafür brauchte es neue Maßnahmen. Der gut 30-jährige Psychiater Frank Urbaniok leitete die wichtigsten davon ein. Das sind Täter, da geht es nicht um Behandlung, um das Rückfallrisiko zu senken. Das zu tun wäre therapeutischer Größenwahn und das wäre gefährlich. Da geht es darum, das klar zu erkennen, das zu deklarieren und zu vollziehen und auch lebenslang zu vollziehen. Wir werden das nach humanitären Gesichtspunkten machen, das schließt das nicht aus, aber hier geht die Sicherheit der Bevölkerung vor. Frank Urbaniok arbeitete mit einem neuen deliktorientierten Ansatz. Er entwickelte eine Methode, die die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls von Sexualstraftätern möglichst genau voraussagen soll. Das war neu und polarisierte. Urbaniok erkannte, dass sich via Medien die öffentliche Meinung und politische Prozesse beeinflussen lassen. Frank Urbaniok ist Gerichtspsychiater im Kanton Zürich. Wir haben den renommierten Gerichtspsychiater Frank Urbaniok gefragt. Ja, das möchte ich diskutieren mit dem bekanntesten Psychiater der Schweiz, Frank Urbaniok. Der Frank Urbaniok ist Professor für forensische Psychiatrie und unterstützt mit seiner Arbeit Justiz und Polizei. Er wurde der bekannteste und einflussreichste Gerichtspsychiater der Schweiz. Ebenso erfolgreich wie umstritten. Mehr als 20 Jahre lang führte er als Chefarzt den psychiatrisch-psychologischen Dienst des Kantons Zürich. Ja, und umstritten waren Sie auch deswegen, weil Sie ein forensisches Therapie- und Risikoevaluationssystem entwickelt haben, mit dem man berechnen kann, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Straftäter rückfällig wird. Und Hardliner bezeichneten sie dann als Wegsperrer der Nation, weil sie sagten, man müsse die Bevölkerung vor diesen Tätern schützen. Der Zürcher Psychiater Mario Gmür warf ihnen sogar, Zitat, eine statistische Menschenvermessung der üblen Art vor. Und der Rechtsanwalt Matthias Pohner meinte, die Psychiatrie sei einfach nicht in der Lage, eine Deliktprognose zu stellen. Ist denn der Mensch berechenbarer, als wir meinen, aus Ihrer Sicht? Also man muss sich zunächst Folgendes bewusst machen, dass wir alle Menschen in Kontinuitäten leben. Wir haben prägnante Persönlichkeitseigenschaften, die uns prägen, die uns kennzeichnen. Das gilt nicht nur für Straftäter, das gilt generell für Menschen. Und Sie werden wahrscheinlich bei den meisten Menschen werden Sie 2 oder 3 Eigenschaften finden, von denen Sie sagen, die sind relativ typisch und prägnant für diese Person. Das kann sich um etwas ganz Unproblematisches handeln, wie zum Beispiel sehr ordnungsliebend, sehr perfektionistisch. Mhm. Und wenn ein Mensch zum Beispiel so eine Eigenschaft hat, die prägend ist, zum Beispiel Ordnungsliebe, dann drückt die ins Verhalten durch. Ein Mensch, der sehr ordentlich ist, den werden Sie erkennen, weil Sie wissen, der stapelt seine Handtücher mit dem Lineal gemessen übereinander und der muss 5-mal kontrollieren, bevor er die Tür verlässt, die er abgeschlossen hat. Und so ist es generell mit prägnanten Eigenschaften. Prägnante Eigenschaften sind charakteristisch für eine Person und sie drücken ins Verhalten durch. Sie tun das eher früher als später. Und sie verändern sich kaum oder gar nicht. Also der sehr, sehr ordentliche Mensch, super ordentliche Mensch, der wird nicht eines Tages morgens aufwachen und sagen, jetzt war ich 20 Jahre super ordentlich, das ist mir zu anstrengend, jetzt gehe ich aufs Gegenteil und bin ein Messi. Sondern der wird vielleicht mit seiner Eigenschaft anders umgehen, aber diese Eigenschaften haben eine hohe Kontinuität. Wann entstehen diese Eigenschaften in einer Biografie? Früh, in der Kindheit, verfestigen sich in der Jugend und prägnante Eigenschaften
da reden wir von zwei oder drei Eigenschaften, die drücken stark ins Verhalten durch und prägen das Verhalten. Deswegen kann man sie auch am Verhalten sehen. Bei Straftätern ist das genauso und da ist die Suche nach sozusagen risikorelevanten Eigenschaften, also jemand, der auf Kinder steht, wenn der das so empfindet, dann wird das, und das ist eine prägnante Eigenschaft, dann hat er eine höhere Wahrscheinlichkeit, Übergriffe auf Kinder zu verüben. Das liegt auf der Hand. Und eigentlich, wenn wir Risikokalkulationen machen, dann machen wir nichts anderes, als dass wir nach diesen prägnanten Eigenschaften, die mit Risiken zu tun haben, suchen. Und das kann jeder Mensch, glaube ich, in seinem Alltag kann das gut nachvollziehen. Wenn Sie mit Menschen, die Sie sehr gut kennen, einen Lebenspartner zum Beispiel, dann können Sie relativ gut prognostizieren, was der in bestimmten Situationen machen wird. Warum können Sie das? Weil Sie in der Regel den Menschen, den Sie gut kennen, mit dem Sie zusammenleben, den kennen Sie meistens gut. Und Sie wissen, wie der sich früher in entsprechenden Situationen verhalten hat. Diese beiden Komponenten im Grunde, wir machen nichts anderes. Aus denen kann man relativ gut sagen, was ist Wahrscheinliches und was ist Unwahrscheinliches Verhalten in der Zukunft. Genau, das wollte ich sagen. Aber da ist ja immer noch frei. Die Person ist ja immer noch frei und kann sich immer noch anders entscheiden, obwohl es unwahrscheinlich ist. Und sie deswegen wegzusperren. Ja, von Wegsperren reden wir ja gar nicht. Das ist ja, finde ich, so ein bisschen eine fast undifferenzierte Propaganda, weil mir geht es ja gar nicht. Also die Frage, was ist die Folge davon, das ist ja eine ganz andere. Das muss ein Gericht dann entscheiden, stellvertretend für das Gericht, also für die Gesellschaft. Aber die Aufgabe des forensischen Gutachters ist, dass man die Persönlichkeit so gut wie möglich und differenziert wie möglich beschreibt und abbildet und dann sagt, was sind hier wahrscheinliche, unwahrscheinliche Verhaltensweisen. Wie ein Mensch, der impulsiv ist, der schon 10-mal Teller an die Wand geschmissen hat, da werden Sie sagen, ist es wahrscheinlicher, dass er es ein 11. Mal tut, als dass jemand, der Aggression total nach innen wendet und aggressionsgehemmt ist. Um das geht es. Und das Missverständnis, was das von Ihnen angesprochene System Fortress angeht, ist das, es geht hier nicht um einen abstrakten Algorithmus, darum, um irgendwas zu berechnen, sondern es geht schlicht und allein darum, dass krankheitsbezogene Diagnosesysteme nicht dafür gemacht sind, Risiken zu erkennen. Sie sind dafür gemacht, um Störungen, psychiatrische Störungen zu erkennen oder Krankheiten. Und deswegen macht Fortress Folgendes. Es gibt in Fortress mehr als 100 Risikoeigenschaften, die halt riskant sein können. Und es geht darum, dass man mit diesen 100 Risikoeigenschaften dieses Risikoprofil einer Person so gut wie möglich abbildet, indem man erkennt, was sind die prägnanten Eigenschaften, was sind die drei Eigenschaften dieser Person und wie ausgeprägt sind die. Das legt man da und dann ist das Gericht am Zuge zu sagen, was sind Maßnahmen, die daraus folgen und dass jemand dann lebenslang weggesperrt wird. Das ist die kleinste Gruppe, ist eine ganz, ganz kleine Gruppe. Da finde ich auch richtig, dass man das tut. In vielen Fällen müssen sie gar nichts tun, weil das Risiko klein ist. In vielen weiteren Fällen müssen sie wenig tun, weil sie sagen, ich nehme die Waffe weg, ich kontrolliere Alkohol, Drogen, das reicht. Dann sind sie bei vielen bei spezifischen Therapien. Und ganz erst am Ende sind sie bei der kleinen Gruppe der lebenslang zu Verwahrenden, weil sie extrem gefährlich und unbehandelbar sind. Und auch bei dem Phänomen geht es sozusagen darum, differenzieren. Es gibt das, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Und es gibt nicht nur schwarz-weiß, entweder oder. Den Einzelfall genau abbilden, den Einzelfall genau erkennen und dann eine verhältnismäßige Maßnahme dafür finden, wofür die Gerichte zuständig sind. Was verstehen Sie eigentlich unter dem Ausdruck Freiheit oder Willensfreiheit? Gibt es sowas? Ich bin davon überzeugt, dass es das gibt, weil das für mich die viel plausiblere Annahme ist, wie das Universum, wie das strukturiert ist. Man kann sich das ja vorstellen, wie Einstein das gesagt hat, mit dem Urknall ist alles vorherbestimmt. Durch Naturgesetz, ja. Ist ein Naturgesetz. Und man kann sich überlegen, ist ein Universum, findet man es plausibler, dass alles vorherbestimmt ist von der ersten Millisekunde an? Oder glaubt man, dass es sozusagen beides ist? Eine Vorstrukturierung und dann eine Möglichkeit für Varianz, für Flexibilität. Und ist das eine Glaubensfrage? Das ist eine Glaubensfrage am Schluss. Ist keine, die man empirisch beweisen kann oder widerlegen kann. Mhm. Aber ich glaube, das Effektivere ist, wenn man eine Kombi macht aus beiden. Wie das bei Menschen auch ist. Bestimmte Verhaltensweisen sind wahrscheinlicher, andere sind unwahrscheinlicher. Aber wir haben es fast nie mit 0 oder 100% zu tun, sondern mit irgendwas zwischendrin. Das glaube ich fürs Universum auch. Mhm. In Ihrer Biografie gibt es einen krassen Einschnitt, nämlich 2016 haben Sie sich
zurückgezogen aus diesem Amt für Justizvollzug aufgrund einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung. Und sie hatten die Ärzte hatten ihnen eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 5% zugesichert. Sie sagten, der ganze Prozess sei die Hölle gewesen. Was hat diese Hölle, welche Spuren hat diese Hölle hinterlassen in Ihnen? Gut, es hat zunächst mal vor allem eine ganz entscheidende Änderung in meinem Leben bedeutet. Ich führe heute ein ganz anderes Leben als zuvor. Das ist Sie sagen es, eine ganz dramatische Zäsur in meinem Leben. Ich würde aber nicht sagen, dass ich dadurch fundamental neue Erkenntnisse bekommen habe. Ich sage immer, ich habe die Dinge, die ich gut kann, konnte ich dann auch gut. Und die ich nicht gut konnte oder nicht gut kann, konnte ich dann auch nicht gut. Es ist auch nicht eine Überraschung gewesen, dass so etwas passieren kann, sondern das hat mich getroffen, das trifft viele andere Menschen auch. Es ist etwas, was im Leben passieren kann. Und so habe ich das auch genommen. Und selbstverständlich ist es eine sehr, sehr prägende Erfahrung, ein großer Einschnitt. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich heute ein anderer Mensch bin als der, der ich vorher war. Obwohl Sie jetzt mit dieser Angst natürlich leben müssen. Und der Gefahr von einem Rückfall. Ja, mit der muss ich leben. Mhm. Das macht das Leben anders. Das führt dazu, dass zum Beispiel, wenn es wieder Untersuchungen gibt, dass das Leben sich verlangsamt einen Moment und dann geht es wieder weiter. Das ist eine andere Grundausgangsbedingung. In verschärfter Form kann man sagen, ist es aber das eigentlich, was im Leben sowieso immer vorhanden ist, dass man zum Leben die Möglichkeit des Todes dazugehört. Sie wirken auf mich sehr diszipliniert, sehr leistungsorientiert als Mensch. Sie arbeiten auch heute immer noch verhältnismäßig viel. Was treibt Sie eigentlich an? Ja, ich arbeite heute sehr viel weniger als früher. Ja. Das hat sich total geändert. Und die Balance zwischen Freizeit und zwischen quasi Arbeit, die hat sich komplett verändert, ganz anders als vorher. Aber generell, glaube ich, bin ich eine Person, die gerne irgendwas macht. Die gerne was macht, die sich Gedanken macht, die versucht, Dinge zu durchdenken, Dinge zu machen. Ich liebe es, wenn Sachen funktionieren. Mich interessiert die Praxis, mich interessiert etwas zu machen, was etwas verbessert. Das ist sicher etwas, was für mich ein großer Antrieb ist. In einem Interview haben Sie mal gesagt, es ist die existenzielle Unzufriedenheit, die Sie antreibt. Ich bin Zufriedenheit ist nicht meine Stärke. Und es ist dann eher so, wenn ich etwas gemacht habe, dann bin ich dann schon halb wieder bei dem Nächsten. Was kann man noch machen? Was kann man noch besser machen? Das, glaube ich, ist in der Tat vielleicht ein prägnanter Persönlichkeitszug. Was ist das Schwierigste am Menschsein für Sie? Das Schwierigste. Ich finde es schwierig, viele Dinge zu sehen auf der Welt, von denen ich in meiner subjektiv verzerrten Perspektive sage, die finde ich unmöglich. Die finde ich, dürften so nicht sein. Und da könnte ich jetzt plakativ sagen, das reicht von Kriegen über Misshandlung von Menschen, über Respektlosigkeit, über Menschen, die betrogen werden, über Umweltzerstörung, Umgang mit dem Planeten und mit anderen Lebewesen. Und wenn ich sagen will, das ist für mich so generell das Schwierigste. Und auch zu wissen, da kann man... Kann man nichts tun. Nein, nichts würde ich nie sagen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Nie. Aber man kann, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, klingt so wie nichts, das wäre mir zu wenig. Ja. Aber es ist ganz klar, man kann was Kleines in seinem eigenen Umfeld tun und dann hoffen, dass das irgendwann mehr Menschen so sehen, dass es irgendwie sich dann insgesamt ändert. Aber ich würde nie sagen, man kann nichts tun. Man kann fast immer was tun. Mhm. Seit Ihrer Studienzeit boxen Sie meistens gegen Boxsäcke. Wir haben hier ein paar Bilder noch vorbereitet und schauen uns das mal an, wie das aussieht. Und, auch gegen Boxsäcke. Gegen Boxsäcke, ja. Wenn ich das so sehe, stellt sich bei mir unweigerlich die Frage nach dem Kopfkino. Gegen wen boxen Sie oder gegen wen haben Sie schon ausgeboxt im Kopf? Ja, nicht nur im Kopf. Also das, ich muss Folgendes vielleicht dazu sagen, weil es ist ja auch durch diesen Dokumentarfilm ist das dann sehr prominent geworden.
Ich bin generell ein Mensch, der sich gerne bewegt, der auch die Herausforderung mag und der auch so die, kann man sagen, dass sich beanspruchen, Leistung mag, daran Spaß hat. Aber das alles ist natürlich absolut in einem Hobby- und Amateurbereich. Und da gibt es mehrere, da gibt es Fußball, da gibt es Laufen, da gibt es Boxen, da gibt es Schach. Und ich habe mal das eine intensiver getan, dann das andere. Aber ich habe mich immer für zu wenig talentiert gefühlt, um das richtig gut zu können. Deswegen bin ich ja auch Psychiater und nicht Profisportler geworden. Trotzdem die Frage nochmal. Wer ist bei Ihnen im Kopf? Ich habe ja zeitlang auch geboxt, während des Studiums, so ein bisschen hobbymäßig. Und ich habe mich ertappt, ich stelle mir, mach mal Acht gegen mich selbst zum Beispiel. Ja, ich habe keine, das stelle ich mir nie vor. Das stelle ich mir wirklich nie vor. Es ist auch, glaube ich, nicht ein Ventil für irgendwie Ärger und Frust, den ich sonst im Leben habe, sondern es ist dann eher so, ich versuche das besser zu machen. An die Leistungsgrenze. Ich gucke mit meinem Trainer, was technisch nicht gut ist, was man verbessern kann. Das kann man ja auch wie alles ewig verbessern. Und das ist mehr die Optik dann. Ich möchte jetzt im zweiten Teil der Sendung noch ein bisschen über die gesellschaftlichen Folgen sprechen. Dieser Unvernunft, könnte man sagen, oder dieser Schwächen der Vernunft. Und das eine ist sehr überraschend. Sie sagen, die gegenwärtige Krise der Demokratie, also Populismus zum Beispiel, neue Autokraten, das hat auch damit zu tun mit dieser evolutionären Geschichte der Vernunft und mit ihren Schwächen. Das müssen Sie erläutern. Ja, also ich sehe es grundsätzlich so, dass in allen Phänomenen, mit denen wir zu tun haben, in Gesellschaften, in Unternehmen, in Medien, überall, das hat immer mit Menschen zu tun. Und ich finde, fast der Faktor ist zu wenig berücksichtigt, weil aus meiner Sicht sehe ich ähnliche Phänomene in unterschiedlichen Bereichen, weil das immer mit Menschen zu tun hat. Also meine These ist, diese evolutionären Schwachstellen des Menschen, die drücken durch in irgendeiner Theorie, in einem Glauben, in den Medien, in der Politik, in der Ökonomie. Und das versuche ich im Buch ein bisschen durchzudeklinieren, weil immer der Mensch drin steckt. Und man sieht das ja auch ganz schön, wenn man extremistische Ideologien sich ansieht. Die können komplett unterschiedliche Ideen haben. Und dann im Konkreten, was mit dem Menschen passiert, sieht das dann verflucht ähnlich aus. Und ich glaube, da drücken immer ähnliche Mechanismen quasi des Menschen durch. Was den Populismus angeht oder den Extremismus, ich finde es eine sehr besorgniserregende Entwicklung, dass das Modell der Demokratie oder, um mit Popper zu sprechen, das der offenen Gesellschaften, dass das seit Jahren unter Druck ist und weltweit auf dem Rückzug. Das finde ich besorgniserregend. Und nun versteht man es ja häufig so, dass man sagt, ja, diese Strömungen kommen auf, weil die vereinfachen, weil die populistisch und extremistisch agieren. Das stimmt. Die nutzen, wenn man so will, extremistische Propagandamethoden, die extrem auf die Vereinfachung setzen, extrem auf diese Schwachstellen des evolutionären Vernunft, und die bewirtschaften die skrupellos. Das ist ein Teil des Erfolgs. Ich sage aber umgekehrt, es gibt auch Hausaufgaben, die vor allem die westlichen Demokratien machen müssen, weil sie selber sich so selbstverständlich auf der guten und korrekten Seite erleben und gar nicht sehen, was sie vielleicht selber für Schwachstellen aufbauen, auch mit Verzerrungen und Tabuisierungen. Ich glaube, die westlichen Demokratien schaffen Angriffsflächen. Nämlich? Wenn man die Wahl von Trump sieht, dann glaube ich, dass viele Menschen auch von den durchgestylten Parolen, von den in Hinterzimmern ausgekasperten PR-Strategien, von den glatten Politiker-Statements, viele einfach die Nase voll haben. Und die Alternative ist eine schlechte Alternative. Trump hat etwas, kann man sagen, erratisch Verrücktes an sich. Der lügt völlig hemmungslos. Aber was man ihm wahrscheinlich nicht unterstellen wird, ist, dass der so ist, wie man ihn sieht. Der ist authentisch. Und das, glaube ich, ist ein besorgniserregendes Symptom, dass vielleicht Verrücktheit, der für manche Menschen der einzige Garant dafür ist, der ist wenigstens echt. Den spürt man als Mensch. Das ist eine, deswegen sagt für mich auch der... Heißt das, die Politik hat jahrzehntelang den Fehler gemacht, dass sie zu künstlich war? Ich finde, sie ist zu künstlich, sie ist zu durchgestylt im Sinne von, man weiß genau, was kann man sagen, was kann man nicht sagen, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Es werden manchmal Phrasen bedient, die dann einfach sich gut anfühlen, aber die in der Realität gar nicht umsetzbar sind. Und in diese Löcher, in diese Zwischenräume
können Populisten, Extremisten reingrätschen und können Themen aufkommen, die in der, ich würde sagen, in der offiziellen auch Medien- und Diskussionskultur unterbelichtet vorkommen. Das eine ist, dass Sie sagen, die Demokratie schadet sich mit Tabuisierungen. Ja. Kritisieren da wirklich auch die Medien und nennen das Beispiel Ausländerkriminalität. Ja. Also da wird irgendwie tabuisiert, vertuscht, Fakten verdreht, weil sie unangenehm sind und vielleicht nicht ins Weltbild der Journalistinnen und Journalisten passen. Sie sprechen sogar von gezielter Desinformation und von weicher Zensur. Das klingt für mich fast nach Lügenpresse. Ja, ich habe den Begriff Lügenpresse bewusst vermieden. Mhm. Und was ich mit weicher Zensur meine, das ist nicht eine Zensurbehörde, die wie vielleicht in China oben dran ist und Vorgaben macht und sagt, ihr müsst das schreiben, das dürft ihr nicht schreiben. Es ist vielleicht eine Selbstverpflichtung, indem man, und Ausländerkriminalität ist ein gutes Beispiel dafür. Ich glaube, man hat das ehrenwerte Motiv, man will nicht Rassismus befeuern. Und das ist ja total richtig, dass man das macht. Und aus dem heraus, glaube ich, kommt es oft zu einer Haltung, dass man sagt, das könnten die Leute missverstehen. Deswegen gehen wir damit anders um. Und da, finde ich, fängt das Problem an. Es gibt ein vielleicht ehrenwertes Motiv, führt am Schluss aber trotzdem zu einer Verzerrung. Man kann das am Thema Ausländerkriminalität ganz gut zeigen. Aha. Es gibt Phänomene in der Ausländerkriminalität, wo bestimmte, kann man auch sagen, Nationalitäten stark überrepräsentiert sind bei der Kriminalität. Okay. Jetzt gibt es zum Beispiel in der offiziellen Diskussion gibt es 6 Argumente, die ins Feld geführt werden und mit denen man sagt, ja, die Zahlen sind zwar so, aber eigentlich sind die Zahlen falsch. Das Phänomen dahinter ist ein anderes, weil es hat gar nichts damit zu tun, es erklärt sich über andere Sachen. Beispiel ist ein Argument, was seit 20 Jahren durch die Medien und durch die Talkshows geistert ist, dass gesagt wird, ja, Ausländer werden halt häufiger angezeigt als Deutsche zum Beispiel. Und das erklärt die hohen Zahlen. Was ja so ist de facto, oder? Aber das ist wissenschaftlich umstritten, ob das so ist. Das ist nur in Teilbereichen so, aber mein Argument ist ein ganz anderes. Mhm. Wenn man das anführt, dann müsste man sagen, wenn das stimmt, dann müsste es bei den Verurteilungen ja anders aussehen. Dann müsste es bei den Strafgefangenen anders aussehen, tut es aber nicht. Ein anderes, noch schlagenderes Argument, und da bin ich wieder bei den Medien, ist, jeder weiß aus dem Tatort und aus dem Krimi, weiß, der schon mal einen Tatort gesehen hat, weiß, wenn da eine Leiche liegt, es klingelt, dann fährt der Kommissar los und fängt an zu ermitteln. Da brauchst du keine Anzeige. Da brauchst du nicht. Weil es gibt Delikte, wo es gar keine Anzeige braucht. Und ich wundere mich, warum seit 20 Jahren kein einziger Journalist auf dieses Argument mal zurückfragt und sagt, dann müsste es beim Morden ja anders aussehen. Wenn das stimmt, beim Morden sieht es aber noch viel schlechter aus. Und das kleine Beispiel zeigt aus meiner Sicht, dass man, ich finde, dann mit bequemen Argumenten, die scheinbar ungefährlich sind oder die vielleicht einem durchaus ehrenwerten Ziel entsprechen, kommt man besser durch, unhinterfragter durch. Und das, glaube ich, ist ein Problem, weil wenn man das letztlich bagatellisiert und wenn man das in Abrede stellt, dann greifen sich Populisten und Extremisten und andere trübe Gestalten, greifen sich das Thema und dann nutzen sie das, instrumentalisieren sie das, bewirtschaften das Thema und dann mit den wirklich schlimmen Aspekten von auch Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Und da, glaube ich, tut sich die Demokratie keinen Gefallen, wenn sie solche heiklen Themen den Populisten und Extremisten überlässt. Aber was hat denn das mit dieser evolutionären Vernunft zu tun? Weil man würde ja eher sagen, eigentlich wäre die schnelle, intuitive Antwort, die Fremden sind die Bösen. So, das hat uns irgendwie geschützt. Und jetzt ist es aber, bei Ihnen geht es eher um Political Correctness, ja, um diese Vorsichtsmaßnahmen, dass man das sanft formuliert, ja, keine falschen Vorurteile, ja, irgendwie bestärkt, kein Rassismus. Ja. Ja. Ich halte das, so ist es. Es ist ja auch eine, kann man sagen, auch ja stimmig mit der Grundausrichtung, dass man sagt, man will nicht Rassismus fördern. Was, um es nochmal ganz klar zu sagen, ein wichtiges und richtiges Ziel ist, selbstverständlich. Aber die Methode, die man anwendet, dass man sagt, ja, dann ist es vielleicht besser, wir sagen, das Phänomen gibt es gar nicht und wir drehen das irgendwie ab oder wir reden das klein. Ich sage, die Methode ist die falsche Methode. Und weil die Leute das spüren? Weil bestimmte Leute oder relevante Teile der Bevölkerung das spüren und das führt zu einem Vertrauensverlust. Das führt zu einem Vertrauensverlust. Und damit verliert Demokratie oder verlieren die etablierten Kräfte in der Demokratie, verlieren Glaubwürdigkeit und sind dadurch angreifbar
für die Hetzer, Rassisten und Populisten und Extremisten, die dankbar diese Themen nehmen und dann natürlich ins Absurde übersteigern. Aber es sind oft Themen, die einen berechtigten Kern haben, nicht immer, aber oft einen berechtigten Kern, die von der offiziellen Diskussions- und Medienkultur liegen gelassen werden. Und ich würde sagen, nicht liegen lassen, sondern ich will vernünftige Menschen, die sich mit diesen Problemen beschäftigen und die auch versuchen, eine Lösung zuzuführen. Man muss da auch immer sagen, sofort, wenn man Ausländerkriminalität sagt, die meisten Ausländer sind nicht kriminell, halten sich an Regeln, sind korrekt. Und man tut auch denen keinen Gefallen, wenn man die Probleme in diesem Bereich kleinredet. Denen tut man gerade auch gar keinen Gefallen damit, auch wenn ich mit entsprechenden Personen rede. Das ist gar kein Problem, mit denen das zu besprechen, weil die wissen das. Aber konkret heißt das, man nennt wieder die Nationalitäten bei Straftaten. Ich finde, man sollte die Bevölkerung transparent informieren darüber. Man sollte sie transparent informieren, um die Probleme dann auch entsprechend angehen zu können, die es gibt, die eine kleine Gruppe betreffen. Aber wenn man das auch in den Statistiken gar nicht ausweist, wenn man das sozusagen mit Argumenten sagt, das stimmt gar nicht, die Zahlen sind falsch, das halte ich für die falsche Strategie. Da ist die Vernunft der großen Bevölkerung klug und differenziert genug in diesem Fall, dass man die Wahrheit denen zumuten kann. Ich glaube, dass generell, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen, ich bin generell auf der Seite und sage, ich glaube, die Wahrheit oder die Wirklichkeit aus irgendwelchen Gründen, weil es bequemer ist, weil man die Befürchtung hat, Menschen verstehen das nicht, vertragen das nicht. Ich halte das, ich würde sagen, nie für eine gute Strategie, langfristig. Mhm. Und das ist, widerspricht auch dem Kern des Verständnisses, den wir von offenem, demokratischen Diskurs haben, von Austausch von Argumenten und dann versuchen, gute Lösungen zu finden. Dem widerspricht es natürlich fundamental, wenn man versucht, das vorher abzubiegen. Mhm. Man muss vielleicht noch sagen, es ist wirklich eine Debatte natürlich auch darüber. Sie vertreten hier jetzt eine Position, aber es gibt natürlich also das Bundesamt für politische Bildung zum Beispiel, bringt alle diese Gegenargumente und so weiter. Sie entkräften die im Buch. Ich lasse das einfach mal so stehen und möchte einfach betonen, dass Sie eine Seite vertreten, aber dass die andere natürlich in der Mehrheit ist. Ja. Und ich bin immer dafür, dass die Menschen sich selber eine Meinung bilden. Genau. Ein zweites Thema, das mich überrascht hat, wegen in Sachen Problemen, also neben der Demokratie, ist die Bürokratie, wo Sie sagen, es herrscht Überregulierung in unserer Zeit, in unserer Welt. Verrechtlichungstendenzen, Bürokratie, Überschüsse und so weiter. Da habe ich mich gefragt, stimmt das wirklich? Und ist denn das so schlimm? Mhm. Ja, ich finde das schlimm. Und ich glaube, viele, das ist ja auch nichts Neues. Es gibt ja viele Menschen, die über Bürokratie stöhnen. Und ich glaube, man kann sich das schnell klar machen. Wenn man heute ein größeres Bauprojekt hat, dann haben wir Zeiten von 10, 20 Jahren. Dann sind Juristen sehr wichtig da drin. Überall haben wir Standards, Controlling-Dinge. Wir haben, wenn Sie heute Bewerbungen haben, dann gibt es State of the Art, irgendwelche Algorithmen, die das ausrechnen, Kriterien. Also ich finde, finden wir an allen Ecken und Enden Regulierung, noch eine Ordnung, noch eine Regel, noch eine Ordnung. Und ich glaube, das entspringt am Schluss dieser evolutionären Tendenz, Regeln und Ordnungen zu generalisieren, bis ins Absurde zu steigern. Und es gibt irgendwann den Umkehrpunkt, wo eine Regel, ich bin nicht gegen Regeln und Ordnungen, sind wichtig, Strafrecht ist wichtig, viele andere Regeln sind wichtig. Aber ich glaube, man muss sensibel auf den Punkt gucken, wo das überdreht wird und wo der Punkt kommt, dass es in vielen Bereichen mehr schadet, als dass es nutzt. Und da gibt es aus meiner Sicht sehr viele Bereiche in der Gesellschaft, die an der Regeldichte, an der weiteren Regulierung drohen zu ersticken. Zwei Beispiele dazu. Mhm. Gehen Sie ins Gesundheitssystem und gucken Sie sich die Zeit an, die für Dokumentationen verwendet werden müssen, die sich Menschen an Schreibtischen ausgedacht haben, die weggehen vom Patienten. Datenschutz ist ein wichtiges Thema, aber ich fürchte, das wird zu einem Bürokratiemonster ausgebaut, indem man sich nämlich auf Dinge konzentriert, das noch regelt und das noch regelt, das noch regelt, dass es dann am Schluss eigentlich von der Problemlösung weit entfernt ist, aber für viele, viele Menschen völlig absurde Reglementierungen bringt. Aber diese Regelungen haben ja in der Regel einen Zweck, ja, die und haben einen Ziel Zweck. Und einen vernünftigen Grund, warum man das einführt. Sie selbst haben ja auch so ein Therapie- absolut. Und Risikoevaluationssystem kreiert, einen Kriterienkatalog. Ja. Hätte man auch sagen können,
man kann, lässt einfach die einen frei und die anderen nicht. Ja, ich bin für strukturierte Entscheidungen und ich bin dafür, dass man differenziert Dinge wahrnimmt. Und bei meinem Regelsystem gibt es, glaube ich, jemand hat mal 50 Milliarden Möglichkeiten. Also es ist nicht sehr eng reguliert. Also es gibt viel Spielraum für die individuelle Kreativität. Aber den Punkt, um den es mir dabei geht, immer wenn Sie eine Regel, wenn Sie irgendwas Berechtigtes finden, wo Sie sagen, da mache ich eine Regel, mache ich eine Ordnung, dann finden Sie automatisch in dem Prozess 5 Sachen, die mit der gleichen Berechtigung auch geregelt werden müssten. Das heißt, umso weiter Sie gehen, weitet sich das exponentiell immer weiter aus. Und die Klage, dass wir zu viel Bürokratie haben, das haben ja viele, da bin ich ja irgendwie nicht allein. Und ich glaube, es hat etwas mit, kann man sagen, Zwiespältigkeit zu tun. Wir werden darüber klagen, wir werden sagen, es gibt zu viel Gesetze, es gibt zu viel Bürokratie und zu viel Regeln. Und der erste Mensch, der einen Streit am Gartenzaun mit seinem Nachbar hat und der irgendwas findet, wo er sagt, das ist noch nicht geregelt, da gibt es noch kein Gesetz dafür, der fordert ein Gesetz. Das erste Ding, was in den Medien kommt, wo man sagt, da ist irgendwas passiert, es hat da keine Richtlinie für gegeben, kein Gesetz. Da ist eine gewisse Schizophrenie drin. Hat das auch mit diesem Vertrauensverlust zu tun, den Sie jetzt bei den Medien diagnostiziert haben, mit einer gewissen Angst vielleicht auch, diese Sehnsucht nach Kontrolle und nach Regeln? Oder ist das eher so ein Selbstläufer? Ich glaube, es ist ein Selbstläufer, aber Sie sagen es zu Recht, der entspricht natürlich in extremer Weise dem Kontroll- und Ordnungsbedürfnis. Das gibt uns ein Gefühl der Sicherheit. Die Regel, die Ordnung, das Standardisierte gibt uns das Zertifikat, das gibt uns eine Sicherheit. Mhm. Und ich finde, dieses System, das ist der gute Teil daran, aber es ist die Gefahr, dass man das überdreht und dadurch Regeln immer weiter steigert bis in eine Absurdität. Mhm. Kann ich ein Beispiel noch dazu sagen? Ja, gerne noch eins. Ich zweifle ja daran, dass man quasi diese Regelungsdichte und diese Bürokratien und dass man die quasi von außen regulieren kann, sondern ich glaube, man muss Inseln setzen, wo man das System sprengt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel dazu. Wenn Sie heute eine Versicherung abschließen gegen Fahrraddiebstahl, dann sagt die Versicherung Ihnen, Sie sind versichert dagegen, dass Ihnen das Fahrrad gestohlen wird. Jetzt sagen Sie, ich habe mich zu 100% versichert. Jetzt wird Ihr Velo wird tatsächlich gestohlen. Jetzt gehen Sie zu der Versicherung und sagen, jetzt ist der Fall X eingetreten, das ist gestohlen worden. Dann sagt die Versicherung vielleicht, ja, ist gestohlen worden, aber hier im Kleingedruckten steht, wenn das gestohlen wird, 20 Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt, dann zahlen wir nicht. Mhm. Und im Hintergrund ist es ja so, dass die Versicherung sagt, wir haben so und so viel Schadensmeldungen mit gestohlenen Fahrrädern und wir haben eine Anerkennungsquote von, ich sage jetzt irgendwas, 70%. 70% bezahlen wir es, 30%, weil irgendeine Regel verletzt ist, zahlen wir nicht. Da finde ich es fairer zu sagen, weg mit all diesen Regeln, weg mit den Regeln, weg. Und wir sagen Ihnen, wenn Ihr Fahrrad gestohlen wird, dann haben Sie eine 70%ige Chance, dass es ersetzt wird. Als Ihnen vorzutäuschen, Sie haben Unrecht mit Ihrem Anspruch. Ich habe eine Regel gefunden, die zeigt, Sie haben das zwar versichert, aber ich zeige Ihnen, dass Sie gar keinen Anspruch haben, weil Sie diese Regeln nicht beachtet haben. Und das finde ich ein bisschen fast wie ein Taschenspielertrick. Ja, aber dann die Alternative wäre, dass der Zufall entscheidet. Und das spielt ja auch in Ihrem Buch eine Rolle. Also jetzt nicht beim Fahrraddiebstahl, sondern beim Gericht, sagen Sie sogar, als provokativen Vorschlag. Ja. Warum nicht einfach den Zufall entscheiden lassen, ob jemand schuldig ist oder nicht, und würfeln? Und bei ungerade ist er schuldig und bei gerade unschuldig. Ja. Ist das nicht zynisch komplett? Das wäre, wenn es so leicht verkürzt, wie Sie es geschildert haben, da drin stehen, dann wäre es zynisch. Da gebe ich Ihnen recht. Ich habe es ja ein bisschen anders aufgegriffen. Ich sage, man könnte sich überlegen, zum Beispiel, ob man, ich bin ja nicht gegen die Abschaffung von Regeln oder von Strafrecht, aber ich sage, man kann sich überlegen, ob man an bestimmten Stellen in das System regelfremde Prinzipien einarbeitet. Aha. Aha. Da kommt der Würfelrichter ins Spiel. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, bei Scheidungen, wo Sie zwei zerstrittene Ehepartner haben. Mhm. Bevor die jetzt 4 Jahre in irgendeinen Prozess gehen mit Anwaltskosten und so weiter, wenn man denen anbieten würde, und die sind beide einverstanden, und sagen, wir würfeln das aus. Ich weiß nicht, ob es für die unterlegene Partei nicht besser erträglich ist. Ich habe halt Pech gehabt, als sie hat 4 Jahre prozessiert, hat viel Geld für Anwälte ausgegeben, hat Nerven gekostet und verliert dann, weil irgendein Gericht sagt, nein, du hast Unrecht gehabt, deinen Anspruch gibt es gar nicht. Oder jemand, der ein Rentenleiden hat, 7 Jahre durchprozessiert, am Schluss verliert mit irgendeiner Begründung. Wenn man dem anbieten würde, das ist in einer Woche abgeschlossen, keine Anwaltskosten, nichts. Und du hast eine 50%ige Chance, wenn alle einverstanden sind. Klar, wenn alle einverstanden sind, dann klingt das plausibel, ja.
So würde ich das meistens vorstellen. Ist es ja nicht so. Meistens behaupten beide Seiten im Recht zu sein und wollen deswegen einen fairen Prozess. Das könnte man ja den Parteien im Zivilrecht könnte man das ja überlassen. Könnte sagen, wir haben auch die andere Möglichkeit, wir machen es so. Oder ihr geht den anderen Weg, wenn ihr das wollt. Ich bin nicht so sicher, ob es nicht den einen oder anderen geben würde, der sagen würde, 50-prozentige Chance, keine Anwaltskosten, in einer Woche ein Urteil, ob das nicht für manche Fälle eine attraktive Alternative wäre. Zumindest etwas, über das man nachdenken kann und sollte. Sie bezeichnen sich ja gern als Pragmatiker und beziehen sich da auch auf Golo Mann, den Sohn von Thomas Mann, der meinte, jedes Prinzip führt zu Absurditäten, wenn man es bis zu seiner letzten Konsequenz verwirklicht. Mhm. Was fast dem so ist, was sagt das denn über unsere Vernunft aus? Das ist eine Schwachstelle unserer Vernunft. Und das ist das angesprochene Prinzip der Generalisierungstendenz im RSG-Modell. Und in der Tat eine Gefahr. Und ich finde diesen Satz von Golo Mann, den finde ich fantastisch, weil er das auf den Punkt bringt und das erkannt hat. Ich glaube, das ist etwas, eine Schwachstelle, auf die wir immer aufpassen. Aber auch Menschenrechte oder das Folterverbot, das sind ja auch Prinzipien. Heißt das denn? Ich glaube, es gibt keine absoluten Prinzipien. Ich glaube, die Idee, dass es absolute Prinzipien gibt, die immer und überall und für jeden Fall das Richtige sind und gültig sind, das möchte ich stark in Frage stellen. Heißt das, dass unser Verstand gar nicht zur Welt passt? Also, weil der Verstand oder die Vernunft ist ja dadurch durchaus gezeichnet, nach Kant zum Beispiel, dass man allgemeine Sätze, Prinzipien aufstellt. Und wenn die jetzt nie mit der Wirklichkeit übereinstimmen, dann... Das ist ein schönes Beispiel für Polarisierung und Absolutheit. Das würde ich ja nie sagen. Ich würde nie sagen, es ist quasi schwarz-weiß, entweder oder, 100% oder 0%. Würde ich jetzt sagen, es ist eine Generalisierung und eine Verabsolutierung. Das sage ich nicht. Ich sage nicht nie. Ich sage, es besteht die Gefahr, dass wir Dinge, die wir für richtig halten, Ordnung und Regeln, dass wir ins Absurde überdrehen und so generalisieren, dass sie zu absurden Konsequenzen führen, so wie das Golo Mann auf den Punkt gebracht hat. Und dieser Gefahr muss man sich bewusst sein. Und ich denke, an vielen Stellen wäre es dann viel sachgerechter, wenn man das dann, wenn man dem sowohl als auch gerecht wird, statt dem 0 oder 100%, dem Entweder-Oder. Können Sie vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele machen, wo das verhängnisvoll ist, wenn man ein Prinzip bis ins Letzte konsequent durchdenkt und anwendet? Also gut, das kann man bei jeder extremistischen Ideologie sagen. Da kann man die Verirrungen und Verwirrungen von... Gut, da kann man sagen, die Prinzipien sind falsch. Ja, aber die Menschen, die das vertreten, die kommen ja, also es sind ja die größten Schweinereien in der Weltgeschichte und die schlimmsten Sachen sind ja mit den edelsten Prinzipien verbunden. Und die Menschen haben ja dann immer gesagt, die müssen absolut angewendet werden. Also das fängt ja schon in der Aufklärung, selbst die Aufklärung endet ja bei den Jakobinern da drin, dass man die Prinzipien so überdreht, dass am Schluss alle auf der Guillotine landen. Mhm. Und dieser Umkehrpunkt, den glaube ich, gibt es in allen Theorien, Prinzipien, in allen Standardisierungen und der ist ein gefährlicher. Mhm. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Eine letzte Frage. Was ist denn eigentlich schlimmer? Eine Welt, der es an Vernunft mangelt oder eine Welt, der es an Gefühlen mangelt? Beides gleich schlimm und beides muss zusammenkommen. Und ich glaube, die Vernunft ist ein sehr, sehr, sehr gutes Werkzeug, um Probleme zu vermeiden, um schlimme Dinge abzustellen, um zu besseren Lösungen zu kommen. Ich finde, da sind wir auch noch nicht so weit, wie wir uns fühlen. Technisch zwar, aber... Ansonsten evolutionär sind wir noch nicht so weit, wie wir denken. Aber ohne Gefühl, ohne Mitgefühl, ohne emotionales Erfassen geht das gar nicht. Und Sie kennen das aus meinem Buch. Ich mache die Trennung ja sowieso nicht so zwischen Denken und Fühlen, sondern ich glaube, für unser Gehirn gehört ja beides zusammen. Wir trennen das von außen. Für unser Gehirn ist das eine Art und Weise, wie wir Informationen registrieren, wahrnehmen und verarbeiten. Das Gehirn, dem ist es egal, ob wir das Gedanken nennen oder ob wir das Gefühl nennen. Hm. Herr Urbaniak, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Danke Ihnen.